Butti und moin moin. Ganz schnell, ich will euch daran erinnern, alle Männer und Frauen, die draußen arbeiten oder noch irgendwie professionell mit anderen Menschen zu tun haben, die Familie ist das Wichtigste. Verliebt euch nicht in eure Sekretärin, in eure Kollegen, verliebt euch nicht in eure Vorgesetzten, hängt nicht mehr ab mit den Leuten, mit denen ihr gemeinsam arbeitet, als die Leute, die euch zu Hause erwarten. Macht nicht mehr mit euren Fußballkollegen, als die Leute, die sich um euch pflegen, wenn ihr verletzt seid. Ich bin gerade auf Krücken und die Fußballleute schreiben eh nur über Fußball. Also ich bin wirklich davon überzeugt, dass es den Leuten am besten geht, wenn sie sich außerhalb ihrer Karriere definieren, wenn sie sich außerhalb ihrer sozialen Kreise definieren, wenn sie wirklich sagen, die Personen, die mir am nächsten stehen, sind die Personen, die ich am meisten beeindrucken will. Wenn die Leute, die euch am wichtigsten sind, nicht Leute sind, die ihr selten seht und für die ihr euch schick anziehen müsst und für die ihr weit rausfahren müsst, sondern die Leute, die ihr jeden Tag seht oder so oft wie möglich, dann habt ihr auch eine viel stabilere Basis und müsst emotional nicht darauf hoffen, von anderen gemocht zu werden und dort gut anzukommen und dort beliebt zu sein, damit ihr euch gut fühlt über euch selber. Ich sag, meine Frau, meine Kinder, das sind mir die wichtigsten Menschen auf der Welt. Es gibt immer noch hier und da Jungs, mit denen ich mich gut verstehe, mit denen ich auch mal nach dem Spiel länger wegbleibe oder die ich so privat treffe. Aber meine Frau und meine beiden Jungs, das Wichtigste. Wenn mein Bruder mich irgendwie anrufen sollte und er irgendwas braucht, ich höre ihm zu. Aber wenn meine Frau mich braucht und mein Bruder, zuerst meine Frau. Wenn meine Kinder mich brauchen und irgendwie bei meinem Job oder in der Zukunft andere Leute mich brauchen, meine Kinder krank sind, ich bleibe bei denen zu Hause. Immer nach Möglichkeit wähle ich meine eigene Familie, meine kleine Familie. Denn es bringt nichts, wenn ihr die Ärzte seid, die immer draußen sind, oder die LKW-Fahrer oder die Piloten, und ihr seid überall in der Welt unterwegs und hilft anderen Leuten und macht viel in eurem Job, aber eure eigenen Kinder vernachlässigt ihr, aber eure eigene Frau und euren Mann vernachlässigt ihr. Dann kommt ihr zurück in ein Zuhause, was euch nicht kennt oder was euch vermisst und nicht die Möglichkeit hat, die ganze Zeit aufzuholen, die sie verpasst hat, weil ihr woanders seid. Es gibt Berufe, die sind auch nicht so gut vereinbar mit einem Familienleben, wo man die ganze Zeit zu Hause ist, das verstehe ich auch. Aber dann nutzt die Zeit, die ihr dann zu Hause mit euren Ängsten habt, damit es wirklich eure Ängsten sind und nicht nur eure Ängsten im Namen. Blut ist dicker als Wasser. Das heißt, dass die Leute, mit denen man gemeinsam lebt, mit denen man Dinge unternimmt, mit denen fühlt man sich emotional näher als die Leute, mit denen man die DNA teilt. Es gibt eine Verbindung, die hat man biologisch, die kann man nicht verneinen, mit Geschwistern, mit einer Mutter, mit einer Tante. Aber das ist nicht genug, um zu sagen, boah, das sind wirklich meine Blutsbrüder, das sind wirklich die Leute, mit denen ich durch dick und dünn gehe. Ja, selbst die Bibel sagt, in der Not ist oft ein Freund näher da als ein Bruder. Das gibt es. David und Jonathan, auch in der Bibel. Der Rivale deines Vaters war sein bester Freund. Und das schon bevor er der Rivale wurde. Also egal, was sich später in der Welt passiert oder mit Konkurrenz und alles Mögliche, wenn du jemanden magst, dann magst du jemanden und du machst alles für ihn. Und diese Verbindung, die sollt ihr schätzen. Wenn jemanden so liebt oder jemand euch so liebt, dann vernachlässigt es nicht, weil ihr arbeiten müsst oder weil ihr anderen Leuten gefallen müsst oder weil es irgendwelche anderen gesellschaftlichen Verpflichtungen gibt, die nicht mal reell sind, die nicht mal echt sind, sondern kümmert euch um die Leute, die euch wirklich gut tun im Herzen und sorgt dafür, dass diese Leute auch für euch da sind, damit es keine einseitigen Beziehungen sind, damit ihr euch nicht komplett verausgabt und nichts zurückbekommt, emotional oder an Zeit. Da kümmert euch um das, was eurem Herzen am besten tut.